Und dass ich hier noch ein paar gratis Monster verprügeln kann. Wow, ich muss nicht mal dafür bezahlen, um in Lebensgefahr zu stecken. Finde ich echt awesome. Oh. Gehen wir mal gerade hier noch zum... Bauen wir jetzt erstmal was rauf. Bam, bam. Kann der Typ da eigentlich irgendwie raus? Ich glaube nicht. So, nach oben. Und ein paar Fackeln platzieren. Muss ja hier auch ein bisschen stattlich aussehen, ne? Ja, ja. Zombies, die knurren da rum. Die bauen ja mal so einen richtigen Aufweg. So. Oh. Ich glaube, das war ein Fehler, dann Aufweg zu bauen. Hey, ich rette dich! Ja. Wieso macht der Dorfbewohner eigentlich keinen Sound? Okay. Ich lasse jetzt mal lieber sein, bevor er wirklich gleich noch stirbt. Das will ich ja alles nicht, ne? Aber manchmal will ich das. Ist hier mittlerweile irgendein Zombie reingekommen und... Nee. Dann leben die ja noch alle. Mensch. Oh. Nein! Scheiß verfickter Creeper, Oh. Ich will hier raus. Geht doch. Fuck. Ist ja alles zerstört. Oh, hallo Muku. Ist er rein? Mach die Tür auf. Okay, dann doch nicht. Okay, das ist ein bisschen scheiße, ey. Alter, so ein scheiß verfickter Creeper. Ich baue hier nochmal gerade das Feld ab und dann an. Da sind die Samen. Nein, die sind nicht in Hosenregion. So, bam, bam, bam. Hier überall Weizen abbauen. Kriegen wir richtig fett Weizen von. Ach, natürlich haben wir das hier absichtlich hochjagen lassen, damit das Vieh da entkommen kann. Wobei, kommst du da nicht raus? So. Wir mussten es schlagen. Um es zu helfen. Menschen gehen ja auch sehr selten über die Grenze, so jemanden weh zu tun, um ihm zu helfen. Also, ne, falls ihr jemanden schlagt, dann sagt ihn einfach, ihr seid mal über die Grenze gegangen und habt den Weg getan, um ihm zu helfen. Weil Schläge auf dem Hinterkopf auch stark helfen. Helfen, dumm zu werden. So, ich renne jetzt einfach mal mitten in der Nacht durch und hoffe einfach mal auf, Mitgefühl von den ganzen, ja, von den ganzen Zombies und Skeletten und so ein Quatsch. Und dass sie dann vielleicht mal netzen und mich nicht umbringen. Wobei das eigentlich sehr unrealistisch ist. Egal, ein Versuch ist es wert. Die Hoffnung stirbt ja schlussendlich zuletzt. Oder hoffentlich zuletzt. Das ist meine Hoffnung, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. So, ich glaube, hier geht's nach Hause. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Ah, Zombie. Komm mal her. Hast du verdient. Hinten sehe ich schon die ersten Fackeln, alles klar, ist schon mal gut. Und hier sehe ich schon das erste Geschlecht, Skelett. Das ist, naja, nicht ganz so gut. Das erste Geschlecht. Das erste Geschlecht des Königs vielleicht, aber mehr auch nicht. Aua. Gemein. Habe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Sand mitnehmen sollen von der Wüste. Egal. Sehe ich schon, ich werde das noch bereuen, dass ich da keinen Sand mitgenommen habe. So, hier liegen auch schon die ersten Eier rum. So. Tiere des Reiches, vereinigt euch zur Fortpflanzung. So, die beiden. Gott, die Schafe, die sind aber schon richtig aktiv hier wieder. Nur eine Kuh. Nee, hier ist auch noch eine Kuh. Okay, jetzt werde ich auf einmal von allen Tieren wieder umzingelt. Lass mich in Ruhe! Oh, das war ganz synchron, Moon. So. Werdet alle geil. Also nicht auf mich, sondern auf euch gegenseitig. Da liegt auch noch ein Ei rum. Praktisch die ganzen Eier können wir auch mal hier drin verwenden. Schrägstrich verschwenden. Scheiße, das hat sich jetzt nicht gelohnt, die Eier zu werfen.
Ich habe mein letztes Ei verworfen. Oder? Ja, war mein letztes Ei. Aber dafür haben wir einen Diamanten gekriegt. Juhu! Ah ne. Das bleibt hier drin. Und ich glaube, die erste Kiste ist jetzt auch voll. Na, fast wenigstens. Aber die Kisten, die passen hier nicht ganz so rein. Also ich sehe, das High werde ich nicht dauerhaft verwenden. Weil ich ja nicht immer so high bin. Hi. Ne, seid ihr auch immer Hi. Oder Hallo. Wo ist denn jetzt? Da, ist der Kaktus. Ach nee, den muss man dafür anbrennen, ne? Traurig, aber wahr. Brauche ich noch gerade Kohle. Ich glaube, wenn man grüne Wolle haben will, ist das am schwierigsten, beziehungsweise am teuersten. Mal abgesehen von hellgrüner Wolle. Oder es braucht man eigentlich für hellgrüne Wolle? Knochenmehl und Kaktus. Dye. Also D-Y-A-N. Nicht Dye im Sinne von D-I-E. So. Zwei haben wir schon mal und vier haben wir schon mal. Oder wir haben 4-2. Aber das Spiel soll ja eigentlich ganz cool sein. Und es kommt ja auch bald 4-3 raus. Also 43. So. Knochen haben wir auch noch ultimativ viele. Und Knochenmehl sogar. Aber das brauchen wir jetzt ja noch nicht. Weil wir noch genug Nahrung haben. Wir leben zwar gerade noch so immer am Limit, aber wir haben genug Nahrung. Ah, was ich auch mal machen kann. Ist, denke ich, auch mal ganz praktisch. So. Ah, egal, nehmen wir einfach mit. Nehmen wir ein grünes Färbemittel. Ein gelbes. Hey, da ist Inventar. Was gibt's denn noch? Was habe ich denn noch für Färbemittel? War's das schon? Habe ich keine Rosen? Doch, da. So, zack. Und ich glaube, das war's auch schon. Zack. Zack. Ich dachte, man bekommt da mal drei aus, wenn man Rosen und die gelben Blumen Dingsbumst. Crafted. Das ist schade. So. Ah, der Creeper hat sich hier getan, ne? So gedacht, ich erkenne dich nicht, ne? In diesem Frevel muss er wohl sterben. Bam. Stirb, du räudiger Bastard. So. Ein Schaf grün. Ist bei der Armee jetzt eingestellt. Ein Schaf rot. Es ist ein bisschen Blut überströmt. Und das eine gelb, das hat Angst. Weil es das die Hosen voll gemacht hat. Machen wir hier noch. Hier wird es ein weiteres. Schaden kann es ja nicht. Ah, vielleicht schon. Kann man kleine. Ja, man kann selbst kleine Schafe färben. Ist ja witzig. So. Ach, wir haben ja noch zwei Scheren, ne? Wieso auch immer. Ich denke mal, das war ein Crafting-Fehler von meiner. Mir. Von meinerseits. Hm. Das wäre dann doppelt gemoppelt. So, kleine Schafe, nee, die kann man nicht penetrieren. Ich meine abschoren, scheren. So, jetzt noch ein paar andere Schafe weggrabbeln. So, alles ganz schön. Ach, hier, zack. Bekommen wir ein bisschen bunte Wolle. Können wir einen Pixel Art machen. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Und da soll mir noch einer sagen, ich bin nicht gestört. Aber alle meine Zuschauer sind natürlich auch gestört. Es ist dann so ein bisschen hier Spiegellogik. So wie ihr mich seht, sehe ich euch. Aha. Und wie ihr mich seht, sehe ich euch dann logischerweise auch. So, wir können jetzt hier noch ein bisschen für heiße Stimmung sorgen, indem wir ein bisschen Sand entfackeln. Scheiße, haben wir überhaupt genug Kaktus jetzt gemacht? Ja, ich denke mal schon. Also, grünes Färbemittel. Oft bekannt als Dye. Bitch. So, die ganze Wolle und den ganzen anderen Quatsch tun wir jetzt auch mal da rein. So, eine Schere war auch, weil wir brauchen ja nur eine. Wir wollen ja keine Bonze sein, auch wenn das Haus so ein bisschen wirkt durch eben halt DokuCraft Light. Nee, hi. Normalerweise haben wir immer die Diätversion. Light. So, da ein Glas. Oh, zwei Glas verschwendet. Boah. Gut. Ach, da oben haben wir immer noch das Huhn. Huhn.
Das Huhn ist voll der Boon. Oh. Hier hat ein Ei gelegt, ist cool. Schmeißen wir jetzt da rein und. Ah, schade, ist kein kleines rausgekommen. Hast du aber schön gemacht, meine kleine Henne. Genau, das ist hier. Das Huhn, was uns immer morgens wach brüllt. Oder das grillt uns zu einem Wrack. Je nachdem, wie man das sieht. Ich sehe das eigentlich eher mit der Wack-Logik. Wrack-Logik, weil ich ja immer eher so ein Spätaufsteher bin. Übrigens, was ich auch mal sage, so mit, meinem Uploader und so funktioniert das jetzt alles auch ganz gut so. Also, ne? Das ist schon mal ganz praktisch. Weil wenn diese Folge wieder hoch ist, hat es wahrscheinlich nicht geklappt oder so, ne? Und dann sind alle wieder traurig. Ganz besonders ich. So. Ganz, 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 ganz viel Samen. Das ist alles ganz praktisch immer. Ganz wie Weizen auch. Ich glaube, unsere Nahrungsvorräte sind eigentlich halbwegs gesichert. Ich meine, wir geben ja auch noch ja, die Hälfte der Nahrung von uns, also die Hälfte des Weizens ja auch noch unseren Tieren. Also ist das ja schon mal ganz gut so. Ach richtig, ich muss mir noch eine Raumunterteilung überlegen. Für eben halt meine schicke kleine Behausung. So. Wie würde ich gerne hier noch beim Bett was hinstellen? Ich weiß nur nicht was. Also wir. Na. Jetzt habe ich die blauen Pilze genommen. So, auf der einen Seite können wir eine Fackel machen. Und. Oh, da habe ich ein Glas vergessen. Ach, da ist es. Wenn man solche Sachen nicht findet, dann ist das immer scheiße. Ich habe eine Idee, was ich auf die andere Seite mache. Das könnte möglicherweise nicht auf viel Zustimmung treffen, aber. Wat mut dat mut, ne? Das ist eine Jukebox? Ja! Yay! Jukebox! Und im Sinne dessen machen wir jetzt mal hier Music Disc. Tun das dahin und dann muss ich mal kurz. Oh, muss ich mal kurz hier die Background-Musik ausschalten. Genau. Und jetzt das reinmachen. Ein bisschen lauter machen. Beat. Gib mir den Beat. So, jetzt überlegen wir mal ein bisschen hier. Ich würde sagen, wir machen das so. Hier, Eingangsbereich. Und dieses Drittel hier, würde ich sagen. Dann das hier eben halt so. Ja, kommt sowas wie Ofen und. Und Werkbank und Kisten. Na, Kisten nicht, aber. Ne, so ein Quatsch hier eben halt hin. Und hier kommt eben halt mein Schlafgemach hin. Ist ein bisschen crazy shit, die Musik. Nicht, dass ich sie scheiße finde, nur ein bisschen strange. So. Jetzt mal ein bisschen Sticks machen. So Sticks zum Essen. So. Bam, bam, bam. Ah, sieht ja nicht so schlecht aus, ne? Kann man mit leben. Aber, ne, ist kein Bus jetzt. Ist jetzt nicht das Schönste, was ich jemals gebaut hätte. Oder das Schönste, was man jemals gesehen hat auch. Aber es erfüllt seinen Zweck. So, und hier machen wir sogar an der Seite was. Ah, sieht doch ganz gut aus. So. Da. Ich möchte jetzt ja eigentlich eher weniger so machen, weil dann ist das die Scheiße mit dem Fenster. Was ist da? Nee. Oder ich baue das hier alles so ein bisschen um und verlege die Leiter ein nach ein. Ein nach ein? Ja, ist sehr schlau. Es ist sehr wohl Obst im Haus. So, wenn wir uns mal die Leiter abpacken, die mal nach oben. Dann da. Und wir haben schon wieder ein Ei von unserer lieben Henne gekriegt.